Ich heiße dich herzlich willkommen, jeden Einzelnen, der heute hier dabei ist. Guten Morgen, hier ist Mandy. Wer ist jetzt live dabei? Ich freue mich und ich warte noch einen Moment, weil mein Handy tatsächlich eine andere Zeit anzeigt als mein Laptop. Und je nachdem sind wir hier schon drin. Aber ich begrüße euch schon mal recht herzlich für alle, die schon heute Morgen da sind. Ich bin ein bisschen aufgeregt, das ist eigentlich selten, aber heute schon so was Besonderes. Und ich freue mich, dass ihr live dabei seid. Ja, vielleicht die mich noch nicht kennen, ich stelle mich ganz kurz vor. Ja, Mandy Lehmann und ich betreue hier die Gruppe und bin Mindset-Ernährungscoach und verknüpfe das Ganze mit der Hypnose. Und so ist eigentlich auch das Thema Meditation in mein Leben gekommen, beziehungsweise das erste Mal Meditation habe ich vor 12 Jahren erlebt. Und da war das aber für mich so, dass ich dabei eingeschlafen bin und gedacht habe, das ist nichts für mich. Und es hat mich aber immer wieder berührt oder ist mir immer wieder unterwegs begegnet und hat mich irgendwie nicht losgelassen. Und 2013 hatte ich für mich so einen ganz besonderen Punkt mit Hypnose. Also ich hoffe, ihr versteht mich übrigens gut, habe noch gar nicht gefragt. Ihr könnt übrigens auch ganz gut unter dem Beitrag dann auch gleich eure Fragen oder Kommentare schreiben. Ich gucke dann immer zwischendurch mal rein und dann kann ich schauen, ob es Fragen gibt. Genau, also 2013 hat mich das erste Mal so richtig bewegt. Da habe ich, wer vielleicht kennt den einen, der eine oder andere oder die eine oder andere von euch, den Robert Beetz. Mit dem habe ich damals meine geführte Meditation, Mutter meiner Kindheit, Vater meiner Kindheit gemacht und habe so ein paar alte Themen für mich aufgedeckt und aufgearbeitet. Und das war so ein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, mein Gott, das Coaching alleine ist schon toll, aber was es eben nochmal bedeutet, wirklich in das Fühlen zu kommen, das habe ich dadurch eben für mich schon gelernt und erkannt. Und seitdem hat mich letztendlich immer wieder die geführte Meditation eine Weile begleitet, aber nie so regelmäßig, wie ich das seit jetzt einem Jahr mache. Seit einem Jahr meditiere ich jeden Tag, auch stille Meditation, mal geführte, manchmal zweimal am Tag. Und ja, vielleicht ist es für dich heute das erste Mal, dass du das Gefühl hast, naja, ich beschäftige mich jetzt das erste Mal mit dem Thema oder du bist ganz neu und hast vielleicht schon mal die ein oder andere Erfahrung gemacht. Und deswegen freue ich mich, wenn wir jetzt hier gemeinsam mich dich ein bisschen mit auf die Reise nehmen kann, was Meditation alles bedeutet, was es kann. Ich habe eine kleine Mini-Präsentation noch mit, die würde ich jetzt mal ganz kurz öffnen. Ihr seht mich dann rechts oben immer noch in der Ecke. Mache ich auch ein bisschen größer. Und vielleicht geht es euch ja so wie den meisten, dass man so ein paar solche Vorurteile gegenüber der Meditation hat. Oh, ich kann nicht still sitzen und das ist irgendwie auch so, da muss man so ganz kompliziert sitzen und ich muss irgendwie mich verknoten oder ich darf nur ganz gerade sitzen oder freier Rücken, dann habe ich eigentlich schon wieder Rückenschmerzen oder sonst irgendwas. Oder es ist so eine Zeitverschwendung, da könnte ich gleich schon wieder ganz viele andere Sachen machen. Ich darf nichts mehr denken, das ist auch so ein Vorurteil, was mir immer wieder begegnet. Und ich muss da vielleicht immer ummachen mit gekreuzten Beinen. Oder also vielleicht habt ihr auch so das ein oder andere Ding, wo ihr sagt, ah nee, das ist einfach nichts für mich. Und ich kriege meine Gedanken dann nicht kontrolliert und das funktioniert einfach so nicht so richtig. Und das ist ganz häufig so eine Geschichte, wo so die Vorurteile einfach herkommen. Vielleicht, wo kommt die Meditation her? Also die ist, also das, was wir uns heute angucken, die achtsame Meditation, ist schon über 2500 Jahre alt, kommt eigentlich aus dem Buddhistischen. Das ist auch oft so ein Vorurteil, ja, das ist so ein bisschen esoterisch, religiös. Und das, was wir aber heute damit machen möchten oder was ich euch diese Woche mit an die Hand geben möchte, ist nichts, hat nichts mit Esoterik zu tun. Im Gegenteil, also wer das natürlich gern möchte, kann das in dem Bereich reingeben. Aber es gibt mittlerweile eine ganze Menge auch wissenschaftliche Studien, die einfach belegt haben, was das letztendlich in unserem Körper, Geist, Seelezustand machen kann. Vielleicht am Anfang, was ist nochmal Meditation? Letztendlich ist es ein Geistestraining, es ist eine positive Haltung, es ist letztendlich so eine Geschichte, beobachten, wahrnehmen, wachsam sein und achtsam sein. Was heißt das? Viele von euch kennen vielleicht die Selbstreflexion. Das ist eigentlich schon bekannt in unseren Breitengraden, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Thema und dann reflektiere ich hinterfrage, ich schreibe mir nochmal Dinge auf. Das macht man zum Beispiel im Coaching immer. Das ist gut und schön. Was ich immer wieder festgestellt habe, sowohl in der Ernährung als auch im klassischen Coaching ist,
du kommst häufig nicht an die tieferen Themen. Vielleicht jeder, der schon mal ein Coaching gemacht hat, kennt es, oder auch eine Psychotherapie. Man deckelt irgendwie was auf, also man bricht irgendwas auf, aber hat so das Gefühl, ich komme nicht so richtig in die Tiefe. Und der Punkt, der uns oft fehlt, ist die eigene Selbstwahrnehmung. Das ist das, was letztendlich ganz wichtig ist, dass ich meine Gefühle wahrnehme. Und ich weiß nicht, wie viele von euch gelernt haben, mit ihren Gefühlen umzugehen oder die in der Kindheit gehört haben, boah, wenn man wütend war, das ist super, du wirst mal richtig jemand, der sich durchsetzt. Die meisten haben irgendwie, vor allen Dingen bei negativen Gefühlen gelernt, ach, brauchst du keine Angst haben oder reiß dich jetzt zusammen oder ähnliches. Und das heißt, wir haben häufig nicht gelernt, mit unseren Gefühlen umzugehen. Und was passiert? Ich betreue zum Beispiel auch Angstpatienten in meiner Praxis, vor allen Dingen auch mit der Hypnose. Und ich erlebe es immer wieder, dass die meisten davon Angst vor der Angst entwickeln und irgendwann so eine Panikattacken oder zum Beispiel so Depression ist ganz lange nicht gefühlte Traurigkeit, also ist einer der Gründe, der häufig dahinter steckt. Und durch Meditation lerne ich mich erstmal überhaupt wieder wahrzunehmen, zum Beispiel in Stresssituationen. Ne? Ganz viele Menschen, die zu mir kommen, die, ich sag mal, die fressen im Stress. Und die nehmen sich dann wieder das nächste Ziel vor und jetzt ernähre ich mich gesünder und jetzt mache ich das anders. Und ganz oft geht es eine Weile gut, bis der Stress kommt. Und dann fallen sie um. Und vielleicht kennst du genau sowas in der Art. Und hier ist Meditation ein ganz, ganz wertvoller Schlüssel. Und ich habe vor einem Jahr angefangen, jeden Tag eine stille Meditation zu machen. Und am Anfang, als mir mein Coach, die Kattel, gesagt hat, steh einfach dazu eine halbe Stunde eher auf, war ich ziemlich sauer auf sie, weil ich stehe schon ziemlich zeitig auf. Und ich bin, also im Glaubenssatz, nicht ein, also ich bin kein Frühaufsteher. Und dann habe ich gedacht, ich gebe mir jetzt 6 Wochen Zeit. Und in 6 Wochen gucke ich, ziehe ich Bilanz, was bringt mir diese Meditation? Ich bin jeden Morgen eine halbe Stunde eher aufgestanden, habe meinen Mann auch, meine Familie informiert, dass ich eine halbe Stunde eher aufstehe und die Zeit für mich möchte und sie darum bittet, dass sie da auch Rücksicht drauf nehmen. Und nach diesen 6 Wochen, also mein Mann hat dann am Anfang gesagt, wie lange willst du das machen? Und dann habe ich gesagt, gib mir 6 Wochen Zeit, wir können in 3 Wochen schon mal eine Zwischenbilanz ziehen und nach 6 Wochen sehen wir, wie das Ganze ausschaut. Und es war so, dass er nach 3, 4 Wochen schon gesagt hat, mach das bloß weiter, du bist viel entspannter, du bist viel besser drauf, du bist viel fokussierter und irgendwie bist du ganz anders unterwegs. Und ich hatte für mich auch schon festgestellt, dass ich letztendlich die ganzen Aufgaben, die so im Alltag anfielen, einfach viel effektiver gelöst habe, viel entspannter. Der Stress ist ringsum nicht weniger geworden, aber ich konnte einfach viel besser mit umgehen und ich konnte mich viel besser damit wahrnehmen. Und das ist eben erstmal ganz grob, es ist ein Geistestraining und es hilft dir letztendlich, dich zu fokussieren. Ob es auf deinen Erfolg ist, in deinem beruflichen, ob du dem Kind abends eine Geschichte vorliest. Du lernst einfach, dass du mehr bei der Sache bist und nicht durch deinen Verstand dich permanent so rausbringen lässt, was er ja immer wieder versucht, der ist ja sehr clever. So, und es gibt ganz viele Arten von Meditation, da habe ich auch nochmal nur mal 2, 3, 4 Beispiele mitgebracht. Atemmeditation werden wir heute machen. Es gibt eine Mantra-Meditation, das kommt eher vom Yoga. Dann gibt es die geführten Meditationen. Da habt ihr auch, wer Lust hat, kann gerne auf meinen YouTube-Kanal mal vorbeischauen. Da habe ich seit einem halben Jahr verschiedene Meditationen, auch zum Thema inneres Kind zum Beispiel. Atemmeditation, Morgen, wer besser in den Start, morgen, also in den besser in den Tag starten möchte, kann das nutzen. Und so weiter. Einfach Mandy Lehmann mal suchen auf YouTube, dann findet ihr meinen Kanal. Bodyscan, das kommt, das nennt sich dieses MBSR, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Mindful-Based Stress Reduction, ist so ein kleiner Zungenbrecher. Das ist der von dem Professor Zin Kappert. Der hat zum Beispiel 2015 in Davos zum Weltwirtschaftskongress erstmal alle Leute, die dort anwesend waren bei seinem Vortrag, der hat dort einen Vortrag zu dieser Stressreduktion gemacht, hat er erstmal meditieren lassen auf dem Weltwirtschaftskongress. Also so viel zum Thema Esoterik. Und man hat also auch nachgewiesen, dass wenn man täglich, wenn ihr täglich 30 bis 45 Minuten quasi meditiert, dass sich dann diese Hirnstruktur, die graue Substanz, das ist unsere Denkersubstanz, also all das, wo wir uns konzentrieren und so weiter, dass die sich wieder aufbaut und erholt. Die nämlich genau bei Dauerstress und sehr hohen Langzeit-Cortisolspiegel eben verloren geht, dass die sich aufgrund dieser Meditation wieder aufbaut. Und das ist einfach so was Besonderes. Und
Das ist eben, wie gesagt, ja, ganz wertvoll. So. Ja, das erstmal als ersten kleinen Einstieg zur Meditation. Jetzt gucke ich mal kurz rüber. Einen Moment, ich gucke mal, wie ich euch finde. Gibt es denn schon ein paar Kommentare? Ich schaue mal hier rein. Ansonsten würde ich nämlich mit euch gerne jetzt in die Meditation einsteigen. Ich muss jetzt mal hier schauen. Ich kämpfe gerade noch ein kleines bisschen mit der Technik jetzt. Okay, also Fragen habe ich jetzt erstmal keine weitergefunden, aber das ist kein Problem. Wer mag, kann jetzt sich erstmal schon einen entspannten Platz aussuchen. Ich möchte heute mit der Atemmeditation beginnen, weil die letztendlich die, sag mal, die Einstiegsmeditation ist. Über den Atem lernen wir erstmal wieder den Körper wahrzunehmen. Und in dem Moment, wenn du deinen Körper wieder wahrnehmen kannst, kannst du auf Dauer auch wieder deine Gefühle besser wahrnehmen. Weil Gefühle, gerade wie Wut, Trauer, Freude, Schuld, was auch immer, ist ganz für viele ganz schwierig wahrzunehmen. Wenn ich die frage, okay, wie sieht es denn aus mit irgendeinem Gefühl wahrnehmen? Oh, also, oder wenn man jetzt jemand sagt, zum Beispiel auf Arbeit, oh, ich fühle mich total gestresst oder ich habe mich über die und die Person geärgert, dann frage ich immer, wo fühlst du denn den Ärger? Und dann ist es häufig so, dass die mir das erstmal nicht sagen können. Wenn ich aber frage, wo fühlst du es denn im Körper? Dann sage ich, beschreib mir mal, wie ist denn der Ärger? Wo fühlst du den genau? Ah, ich merke den zum Beispiel im Bauch. Das ist wie ein Klops. Oder es breitet sich aus. Oder es ist wie heiß. Oder Wut zum Beispiel ist auch so richtig heiß. Und da merke ich so Energie im Bauch. Oder Angst, mir schnürt die Kehle zu. Das sind so Dinge, am Körper können wir es gut festnehmen und wahrnehmen. Und je besser wir trainiert sind durch die Meditation, umso leichter nehmen wir die Emotionen wahr. Und dann nehmen wir ganz häufig in Zukunft auch besser den Stress zum Beispiel wahr und können viel schneller aus diesen Mustern letztendlich aussteigen. Auch aus dem Thema Angst. Oft haben wir Angst, unsere Gefühle zu fühlen, weil wir uns von diesen übermannt fühlen. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich bin zum Beispiel, ich spiele auch Golf. Und Golf ist für mich immer so ein, eigentlich ein weltlicher Zen-Meister, weil das ist ein Spiel, das kannst du nicht kontrollieren. Und da kommt es ganz oft aufs Mentale an. Und ich habe viele, viele Mentalübungen probiert. Aber am meisten hat mir tatsächlich bisher die Meditation geholfen. Denn ich spüre immer, wenn es jetzt nicht so richtig läuft, dann lasse ich mich vielleicht hängen oder wäre wütend. Und mittlerweile merke ich, ah, jetzt kommt die Emotion und sagt mir dann, okay, alles darf sein und diese Emotion darf jetzt gerade da sein. Und dann atme ich da rein und merke schon, wie sich das wieder so, ja, beruhigt und wie es mir damit einfach besser geht. Und das Schöne ist, je entspannter du mit dir bist, umso liebevoller bist du mit dir, umso besser gehst du mit deinem Körper um, umso mehr gibst du dir positive Dinge. Auch bei den Nahrungsmitteln zum Beispiel, umso besser geht letztendlich eine Ernährungsumstellung oder auch, dass du, wenn du jetzt ein erfolgreiches Geschäft machen möchtest, umso besser kannst du dich da fokussieren. Und deswegen ist das so wertvoll. So, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Such dir jetzt bitte einen Platz aus, an dem du jetzt ganz entspannt sitzen oder liegen kannst. Du kannst beides machen. Schau, dass du jetzt nicht gestört wirst. Ich mache hier eine kleine Musik dazu an. Und wir steigen jetzt mit einer Atemmeditation ein und du guckst einfach, was passiert. Und wenn du heute das Gefühl hast, Mensch, heute geht es noch nicht so gut, ist nicht so schlimm. Was wir auch aus der Hirnforschung wissen, unser Unterbewusstsein lebt von der Wiederholung. Du kennst es, wenn du Autofahren lernst, das erste Mal denkst du, du schaffst es eigentlich nie, dir alles zu merken. Und du fährst heute nicht mehr so wie in deiner ersten Stunde Auto, sondern du hast einfach, das ist irgendwie ins Unterbewusstsein übergegangen. Und genauso ist es mit Meditation. Das funktioniert Stück für Stück. Also, wie gesagt, such dir jetzt einen schönen, entspannten Platz aus. Und dann setz dich hin. Ich lehne mich auch ein bisschen mit an. Du kannst dich anlehnen. Wer schon ein bisschen geübt ist, kann gern auch in den Schneidersitz, wie im Yoga gehen. Oder du kannst deine Beine ausstrecken, du kannst dich hinlegen. Such dir einfach jetzt eine Position aus, mit der du ganz entspannt sein kannst. Setz dich ganz aufrecht hin und dann kreist nochmal deine Schultern.
Und dann kannst du jetzt deine Augen schließen und einfach die Ruhe genießen. Und dann richte deine ganze Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Und atme ein und wieder aus. Und du kannst hier durch die Nase oder den Mund ausatmen. Und nimm zunächst einmal diesen Vorgang des Atmens bewusst wahr. Und wenn noch Geräusche von außen an dein Ohr dringen, so dürfen diese kommen. Und all diese Geräusche bringen dich noch tiefer in die Entspannung. Und spüre deinen Atem, wie sich deine Brust mit dem Einatmen hebt und mit dem Ausatmen sinkt. Und du spürst das Kommen und Gehen der Atemluft. Und wenn noch Gedanken kommen, so dürfen diese kommen. Und du lässt sie einfach ziehen. Und holst dich ganz sanft zurück zu deinem Atem. Und du spürst, wie die Luft an der Nase einfließt und durch den Mund wieder ausströmt. Und dabei kannst du wahrnehmen, wie sich dein Brustkorb beim Einatmen weitet, ganz weit macht und beim Ausatmen wieder zusammenzieht und entspannt. Und dann kannst du weiter wahrnehmen, wie dein Bauch sich beim Einatmen hebt und beim Ausatmen sinkt. Hebt und sinkt. Und immer wenn wieder Gedanken kommen, holst du dich ganz sanft zum Atem zurück. Folge deinem Atemfluss und beobachte ihn. Und bleibe jetzt wach und konzentriert bei deinem Atemfluss.
Es ist ganz normal, dass sich Gedanken immer wieder in den Vordergrund versuchen zu drängen. Kehre dann einfach zu deinem Atem zurück und spüre diesem Atemfluss nach. Und sage dir beim Einatmen ein und beim Ausatmen aus. Und dann spüre, wie dein Körper sich auf der Unterlage anfühlt. Wenn du sitzt, wie deine Füße am Boden fest aufstehen. Und wenn du liegst, wie dein Körper sich auf der Unterlage anfühlt. Spüre, wie sich Ruhe und Stille in dir breit machen. Und wenn du noch andere Empfindungen wahrnehmen kannst, Unruhe oder Ablenkung, dann spüre hin, wo du sie fühlst und atme sanft hinein. Und tu dies alles mit der Haltung, alles darf sein. Gib jedem Gefühl, was sich jetzt in dir zeigt, das Signal. Du darfst jetzt da sein. Und dann atme einfach hinein. Ein. Und aus. Ein und aus. Und dann nimm deinen Atemfluss einfach wahr, ohne ihn zu beeinflussen. Spüre nur die stille Beobachtung deines Atems. Mögliche Ablenkung registriere einfach wertfrei. Bleib gelassen und wende dich wieder deinem Atem zu. Es liegt in unserer Natur, dass unsere Gedanken abschweifen. Und du holst dich sanft zu deinem Atem zurück. Und versuch nun einmal, die Pause nach deinem Atemzug wahrzunehmen. Einatmen. Ausatmen. Der Atem fließt frei, ohne Beeinflussung.
Und nimm jetzt noch einmal den kompletten Atemvorgang wahr. Beim Einatmen, das Einströmen in der Nase und dann das Heben des Brust- und Bauchraumes. Und im Ausatmen das Ausströmen aus der Nase und das Senken des Brust- und Bauchraumes. Und die Pause nach dem Ausatmen. Und folge diesem Atemfluss noch 3 Atemzüge. Und versuche diese Achtsamkeit dir selbst gegenüber heute noch eine Zeit lang mit in den Alltag zu nehmen. Und gib dir den Raum des mehrmaligen Übens und die Stille, die dadurch entsteht. Und du kannst nach einer Weile des Übens diese Atembeobachtung jederzeit in deinem Alltag anwenden. Vielleicht nur mal 1 oder 2 Minuten. Und du spürst dann gleich wieder diese Konzentration und Selbstwahrnehmung. Und du kannst diese täglich mehr und mehr nutzen. Und dann bedanke dich jetzt bei dir, dass du dir diese Zeit gegönnt hast, dich einmal nur auf dich zu konzentrieren. Und spüre noch einmal diese Ruhe. Und dann komm langsam zurück von deiner kleinen Atemreise. Komm zurück in diesen Raum. Bring deine volle Aufmerksamkeit wieder in dein Alltagsbewusstsein. Mach einmal 2 Fäuste. Drehe deine Handgelenke etwas. Bewege deine Füße und drehe diese auch etwas dazu. Kreise sie. Mach nochmal 2 feste Fäuste. Und dann öffne deine Hände. Öffne deine Augen. Und du bist wieder vollkommen zurück in deinem Alltagsbewusstsein.